Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, eine gewisse Sonderfolge, denn wir kümmern uns ein wenig um unser Equip und unsere Rüstung. Wir waren ja jetzt einige Zeit lang schon unterwegs in dieser wundervollen und abenteuerlichen Welt in Skyrim und haben dementsprechend... Haben natürlich einiges an Material gesammelt. So, und ich war jetzt eben jetzt gerade mit der Axt natürlich ein bisschen Holz hacken und wollte mit euch jetzt mal gucken, was wir denn eigentlich alles herstellen können, um die Schmiedekunst voranzutreiben. So, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir mit den Stahlbarren uns erstmal einige Stahlpfeile herstellen. Weil als Bogenschütze dürfen wir selbstverständlich niemals ohne Pfeile sein. Dann haben wir gehen mal hier auf Wert, den goldenen Saphirring. Dafür brauchen wir einen Saphir, den haben wir gefunden, und einen Goldbarren. Dann eine Amethyst-Halskette, die einen sehr hohen Wert hat. Dann haben wir hier mit einem Rubin und einem Silberbarren einen Rubinring. Eine silberne Granathalskette, wovon wir sogar mehrere herstellen können. Den silbernen Amethystring. Schön. Ne? So geht es relativ fix nach oben. So, wir dürfen jetzt noch Goldringe und goldene Halsketten herstellen. Aber ich glaube, die Goldbarren heben wir uns erstmal auf. So, Stahlrüstung mit Schulterplatten und Co. Ja, den gewissen Perk sind wir ja schon mal gegangen. Wir müssen jetzt mal gucken in den Fähigkeiten, wo wir denn in dem Schmieden... Na, ich glaube, hier die Richtung ist richtig. In der Schmiedekunst weiterkommen können. Und zwar, da haben wir sie doch. Wir dürfen elfische Schmiedekunst erlernen. Den Punkt werden wir auch reinsetzen. Ja, das sieht doch gut aus. So, und wir müssen jetzt als nächstes auf 50 kommen in der Schmiedekunst. Na gut. Das ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Elfensachen. Dafür benötigen wir veredelter Mondstein. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Haben wir denn die Möglichkeit, auch die Waffen herzustellen? Wir haben auch die Möglichkeit, die Waffen herzustellen, was ich natürlich sehr toll finde. Weil ich wollte mir am liebsten so ein Elfenschwert herstellen. Oder vielleicht auch einen Elfenstreitkolben. Der sieht ja auch sehr gut aus. Und zwar, oh, schaut euch mal die Elfenstreitaxt an. Ja, ne, wir wollen uns ja ein bisschen verbessern. Jetzt ist die Frage, wie schmieden wir weiter? Wir haben natürlich noch ein paar Eisenbarren und Lederstreifen haben wir auch. Ich glaube, wir könnten ein paar Eisendolche herstellen. Das sollte gar kein Problem sein, ne? Vom Wert hätten wir hier noch Stahl. Ja, dann stell ruhig einen Stahlkriegshammer her. Einen Eisenkriegshammer. Ah, das ist schon teuer, ne? Dann lieber hier einen Eisendolch. Einen Stahldolch. Das kostet uns so gut wie nix. Ne? Das sollten wir machen. So, dann brauchen wir wieder ein bisschen Leder. Da müssen wir ans Gerbgestell gehen. So, hohoho. Das ist natürlich eine Menge. Wir brauchen Lederstreifen. Und das auch gar nicht zu wenige. So, wir haben einen Bärenpelz. Dafür kriegen wir 4 Leder. Durch einen Höhlentrollpelz erhalten wir auch 2 Leder. Säbelzahntigerpelz gibt uns Leder. Das ist immens, wie viel Leder wir hier gerade machen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Felllappen könnten wir eigentlich auch mal holen. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber das liegt, glaube ich, an der Modifikation. So. Wolfspelze. Haben wir natürlich auch einige Wölfe schon erlegt und dürfen auch hier ohne Probleme ein wenig Leder für uns gewinnen. Eisenwolfpelz. Elchfell. Ja, haben wir auch ein paar. Ein Hirschfell. Höhlentrollpelze haben wir. Machen wir noch ein bisschen Leder draus. Und natürlich das Pferdefell. So. Wir haben noch ein Ziegenfell. Okay.
So, jetzt müssten wir eigentlich alles gemacht haben, was wir machen wollten. Jetzt gehen wir nochmal zurück an die Schmiede. Denn wir brauchen nicht unbedingt nur Erz, versteht sich, ne? Wir bleiben bei den Eisendolchen, denn wir haben noch 6 Eisenbarren. Und wenn wir die erstmal durchhaben, sieht das ja ganz gut aus. So, jetzt haben wir nur noch Leder am Start. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch die Goldringe oder die goldene Halskette mit dazu holen. Wir nehmen mal die Goldringe mit dazu. Sehr schön. Schmiedekunst verbessert auf 33 und hatten sogar einen Stufenaufschluss. So, jetzt geht es natürlich hier um die Ledersets. Ne? Da können wir jetzt natürlich eine Menge herstellen. Vielleicht auch etwas mit viel Wert. Ja, die Seebär-Ohrringe, die können wir natürlich durch unser eigenes Geld herstellen. Aber wir haben jetzt so viel Leder, dass ich natürlich im hohen Wert etwas herstellen möchte, was nicht so viel Leder braucht. Bosma-Handschuhe dürfen wir herstellen. Oh, warte mal. Die Bosma-Sachen waren doch so cool, ne? Aber warum haben wir keine Bosma-Rüstung? Jetzt müssen wir mal eben gucken. Barbaren. Da, Bosma-Haube. Och, du Jemine. Bosma-Maske. Da ist die Bosma-Rüstung. Schaut es euch an. Wir bräuchten einen Stahlbarren und 3 veredelter Mondsteine. Also die Bosma-Sachen sind natürlich anscheinend schon was Besonderes. Wir haben sogar Chitin-Sachen. Netzschleder brauchen wir wieder dafür. Also hier sind ein paar mehr Sachen dazugekommen, als ich eigentlich mitgerechnet hätte. Das ist natürlich interessant. Die ganzen Elfensachen dürfen wir uns herstellen. Dafür bräuchten wir ein paar Eisensachen. Aber na gut, wir bleiben aber erstmal beim Leder. Also ich würde sagen, wir stellen uns... Das ist jetzt die Frage. Bosma Stiefel. Ja, den veredelten Mondstein möchte ich ungern benutzen. Die Aufseherrüstung. Ich glaube, wir nehmen Aufseherstiefel, oder? Nein, den Aufseherhelm. Der sieht gut aus, aber der benötigt 4 Leder. Und einen Lederstreifen. Lederstreifen und Leder, da haben wir doch. Aufseherarmschutz. Ja, dann bitte. Da können wir jetzt einige von herstellen. Da brauchen wir natürlich dann je nachdem noch ein paar Lederstreifen. Wir dürfen auch gerne einen Aufseherhelm mal herstellen. Der gibt nämlich ordentlich Punkte. Und da brauchen wir jetzt noch mehr Lederstreifen, damit wir selbstverständlich auch weitermachen dürfen. Wir bekommen immer 4 Lederstreifen für ein Leder. Da dürfen wir auch mal ganz gütig sein und hier ordentlich was dann craften. So, ich hätte gerne weiter Aufseher Lederarmschutz. Es gibt nicht allzu viel, ne? Aber immerhin, Kleinvieh macht auch Mist. Und das sieht auch sehr gut aus. Wir haben so viel Material, dass wir damit weit, weit vorankommen. Oh, stopp, nein. Was fehlt uns jetzt wieder? Lederstreifen. Okay. Also, nochmal dran. Nochmal Lederstreifen. So, das sollte reichen. Und vielleicht schaffen wir es dann wirklich, dass wir mit der Schmiedekunst dann schon auf 40 kommen. Dann sind wir auf 36. Okay. Dann hätten wir hier noch die fellkaputte, ja, Kapuze in Schwarz, ne? Dafür bräuchten wir Lederstreifen und Felllappen. Ja, jetzt sind wir auf 37. Wir probieren mal so einen Seebär-Ohrring zu craften. Oh, das gibt natürlich auch viele Punkte. Dann werden wir unser Geld investieren, weil ich möchte zu gerne, dass wir auf 40 kommen. Oh, da schwindet das Geld. Oh, wir haben es aber geschafft. Wir sind auf 40. Sehr schön. So, gucken wir mal eben kurz unseren Level-Up an. Ich denke mal, wir gehen auch weiterhin auf Ausdauer. Und wir haben 2 Punkte. So, was kommt als nächstes?
Oh, wir brauchen 60 und wir brauchen... Oh, wir müssen auf 50 kommen. Das ist doch eine Gemeinheit. Okay, da haben wir ein bisschen falsch kalkuliert. Lydia. Bin immer noch da. Hast du jetzt noch eigentlich irgendwas dabei? Nee, ne? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nee, Lydia hat nichts mehr dabei. Das heißt, wir haben jetzt alles benutzt, was wir hatten, um Sachen herzustellen. Wir könnten natürlich jetzt hier noch unsere Ohrringe herstellen. Bis wir komplett pleite sind. So, damit haben wir die Schmiedekunst verbessert auf 53. Immerhin. Toi, toi, toi. Ich weiß, dass wir in der Schmelzhütte, dass wir hier natürlich wieder Sachen ablegen können. Hier, veredelter Mondstein zum Beispiel, das ist super. Durch den Aufseher-Armschutz kriegen wir das Leder wieder. Durch den Aufseher-Helm kriegen wir Leder wieder. Genau, hier seht ihr es. Nämlich durch die Seebär-Ohrringe kriegen wir Goldwaffen. Also wir haben die Möglichkeit natürlich manche Sachen an Material und Rüstung wieder klein zu kriegen. Und natürlich wissen wir, dass die Goldwaffen uns ermöglichen, weiterhin Goldschmuckstücke herzustellen. Nee, das lassen wir erstmal sein. Fellappen, Eisenerz. Ja, gib uns mal bitte die Eisenbarren. Es wird nicht das letzte sein, was wir an Eisen finden. Zumindest will ich es nicht hoffen, sonst müssten wir uns mal ein wenig umgucken nach Minen oder so, ne? So, Fellkapuze in Schwarz. Wollte ich eh mal gucken. Oh, jetzt sind wir natürlich wieder überladen. Was, diese Fellkapuze, ne? Wir tragen ja gerade aktuell die Bosma-Haube, ne? Mit 22 Rüstung. Achso, okay. Ja gut, die sieht vielleicht wahrscheinlich schick aus, aber sie hat keinen Rüstungswert, ne? Es hat halt jetzt nur Style für unseren Charakter. Dann bleiben wir natürlich erstmal bei der Bosma-Haube. So, jetzt wieder zurück an die Schmiede mit den ganzen guten Sachen. Wir dürfen Goldohrringe herstellen. Und das natürlich einige, ne? 35 Stück. Und das sollte, wenn wir Glück haben, reichen, damit wir dann auf 50 kommen. Na, es wird wahrscheinlich nicht komplett reichen, aber es sieht ganz gut aus. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr komplexes System. Ne? So, was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Wir können Schloss, Scharnier, Nägel und Eisenbeschläge herstellen, wo ich keine Ahnung habe, was uns das bringen soll. Wir dürfen uns noch andere Sachen herstellen, was wir aber erstmal so jetzt nicht machen. Okay. So viel dazu. Wir werden mal so ein Amulett hier tragen, um 10% bessere Preise zu kriegen. Ich gucke gerade mal eben. Waffen und Rüstungen können um 12% verbessert werden. Genau, die Halskette der geringen Schmiedekunst. Die ist ja etwas, was uns ja schon mal weiterhilft, wenn wir das machen. Und den Rest könnten wir dann erstmal verkaufen. Gut. So. Oh, wir dürfen wieder schnell laufen. Das ist natürlich allzu gut. In dem gleichen Zug werden wir nämlich jetzt einmal hoch in die Drachenfeste reisen. Per Schnellreise. Und werden uns dort letztendlich... Da haben wir wieder einen Stufenaufstieg. Tatsächlich. Wir werden wieder auf Ausdauer gehen. Ja, bald aber wieder auch wieder in Gesundheit. Wir werden nämlich ihr hier lebt uns... doch im Riesenheim, nicht wahr? Ja. Schönes Haus, wir wissen es. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ich habe nie mit den Schlössern herumgespielt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir werden uns natürlich etwas um die Verzauberungskunst auch kümmern. Also, denn beim Arkan-Verzauberer haben wir ja die Möglichkeit, erstmal noch etwas zu lernen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir das Richtige lernen. Veränderungszauber, Zerstörungszauber, Beschwörungszauber. So, wir wissen ja, wir haben ja eine mächtige Magierrobe der Zerstörung. Sogar zwei Stück. Da steht zwar Lehrling drauf, aber das sieht doch sehr gut aus, ne?
Sind das wirklich zwei Stück? Uns werden zwei angezeigt. Dann werden wir das mal lernen. So. Die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nee, haben wir nicht vor. Wir werden die Pelzstiefel des Hebens auch mal lernen. Steigert die Fertigkeit in leichte Rüstung. So, wir haben zwei Kappen. Wir lernen das mit 30 Magikapunkten. Dann heben wir uns nämlich die mit 40 auf. Verzauberung verbessert auf 31. Da sind wir noch ganz am Anfang, ne? Den Elfenschild möchte ich gerne aufheben, weil die 50% Feuerresistenz, das ist natürlich enorm. So, dann haben wir noch die Veränderungszauber um 12%, die Beschwörung um 15% und wir haben natürlich noch hier unten den Rest, ne? Das sieht soweit ganz gut aus. Okay, das war jetzt Nummer 1. Dann werden wir jetzt eben zu dir gehen. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser werft einen Blick darauf. Wir werden nämlich hier an der Stelle, er hat ja auch ein bisschen Gold, auch etwas Gold machen. Jetzt müssen wir nur überlegen, was dürfen wir wirklich verkaufen und was behalten wir. Steigert die Magika um 10 Punkte, finde ich jetzt nicht allzu doll, können wir verkaufen. Das Blocken mit dem Schild absorbiert 10% mehr Schadenspunkte. Finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so doll. Das Amulett von Talos ist an für sich ganz nett mit den Schreien, auch wenn wir die sehr, sehr selten benutzen. Ne? Aber wir können es erstmal aufheben. Wir dürfen einmal ein Amulett verkaufen, wo wir bessere Preise kriegen. Die Magika-Regeneration, die blaue Robe, brauchen wir nicht. Dann haben wir Magika-Regeneration 75%. Die brauchen wir nicht, weil wir haben ja die ganz, ganz starken Roben. So würde ich es jetzt mal sagen. So, die Fellkapuzen in Schwarz, die können weg. Die goldene Amethysthalskette. Ich bin gerade im Überlegen. Kupferdiadem mit Opal können wir schon mal weglegen. Weil wir dürfen die ganzen Sachen ja, meine ich, auch verzaubern, richtig? Und dabei haben wir eigentlich ein paar gute Sachen dabei. Moment. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. So, ich möchte gerne ein paar Sachen verzaubern. Wir müssen erst mal gucken. Ich hätte gern so einen winzigen Seelenstein. So. Und dann möchte ich gerne die goldene Rubinhalskette verzaubern mit... Oha, das steigert den Wert, ne? Mit Tragfähigkeit, wenn ich das richtig sehe, ne? Herstellen, ja bitte. Zack, so schnell geht das. Sehr gut. So, winziger Seelenstein. Ich hätte gern die Amethysthalskette und die Tragfähigkeit verstärken. Zack, und wieder die Verzauberungskunst gelevelt. So können wir es natürlich die ganze Zeit machen. Ne, so funktioniert das, glaube ich, ganz gut. So, Tragfähigkeit. Es ist ja nur der Anfang. Es geht jetzt nicht darum, dass wir in den nächsten Folgen jetzt aufs Maximum hinausgehen. Um Gottes Willen, das werden wir, denke ich mal, nicht schaffen. Aber es geht mir darum, dass ich doch gerne schon mal so einen kleinen Anfang dafür haben möchte, dass wir schon mal ein wenig gelevelt haben. Wir können das später alles natürlich noch perfektionieren, aber jetzt haben wir ein paar winzige Seelensteine und deswegen möchte ich das gerne mit euch auch zusammen machen. Das war mir einfach wichtig. Und für andere Tipps und Tricks bin ich natürlich immer offen. Na, also wie gesagt, das ist natürlich immer noch, ich sag mal, so eine blinde Situation. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann später Sachen finden werden, die uns helfen dabei, besser verzaubern zu können. Außer wenn wir es trainieren. Und die Tragfähigkeit, die lohnt sich ja, ne, vom Geld her. Jetzt haben wir hier den silbernen Rubinring noch mit Tragfähigkeit. Und der Wert, der geht doch sehr gut nach oben. So, wir haben jetzt noch 8 kleine Seelensteine. Dann nehmen wir hier noch den Silberring mit Tragfähigkeit. Jawohl. Kleiner mit goldener Saphirring mit Tragfähigkeit. Ne? Ja, Tragfähigkeit ist irgendwie gerade zurzeit das Stärkste, was wir haben können. Ja, was nehmen wir denn jetzt noch?
Ich glaube, wir nehmen erstmal hier den Eisendolch. Was können wir da drauf packen? Ausdauer absorbieren. Ja, mach mal ja. Das wäre dann 420. Feuerschaden. Frostschaden. Seelen, nee, dann ist ja Ausdauer absorbieren das Beste, was wir haben, ne? Dann nimmst du bitte die kleinen Seelensteine mit dem Eisendolch und wirst du Ausdauer absorbieren, drauf verzaubern, ne? Ja. Ah, ich denke mal, das ist schon mal so der richtige Weg, den wir hier gehen können, um natürlich das Geld, was wir investiert haben, wieder rauszukriegen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das doch so gut geht. So, wir haben noch zwei kleine. Das trifft sich ganz gut. So, nochmal einen kleinen. Weil ich denke mal, die kleinen, die sind jetzt nicht allzu wichtig. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, die Verzauberung verbessert auf 42. Das ist ein super Wert, finde ich. Ja, wir haben schon wieder einen Stufenaufstieg. Wir sind jetzt schon auf 21. So, jetzt haben wir hier erstmal so das Wichtigste gemacht und jetzt können wir ihm die Sachen verkaufen und vielleicht auch was einkaufen. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden... Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. So, wir verkaufen ihm natürlich jetzt hier die ganzen schönen Klamotten, die wir nicht brauchen und nicht tragen möchten. Ne? Die geringe Schmiedekunst heben wir auf, das sind immerhin 12%. So, steigert die Magika um 40 Punkte, behalten wir. Magika regeneriert sich schneller, brauchen wir nicht. Diese wunderschöne Magierrobe der Zerstörung behalten wir. Auch hier diese Magierstiefel des Lehrlings, finde ich ganz interessant. So, wir haben jetzt noch hier die schönen Sachen, die wir verkaufen können. Ja, sehr gut. Und irgendwie sieht es mir danach aus, als hätte er nicht mehr allzu viel Geld, wenn ich das richtig sehe. Ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir bei ihm was kaufen. Ein gewöhnlicher Seelenstein. Und vielleicht auch einen mächtigen Seelenstein, ne? Könnten wir. Müssen wir nicht. Aber doch, ja. Ich würde sagen, wir kaufen einen. So, und dann können wir wieder weiter verkaufen. Und zwar Rubinring, Amethystring. Die Roben heben wir auf. Und dann könnten wir ihm noch die ganzen Goldringe hier verkaufen. Boah, 82 Goldringe sind 2000 Gold wert. Also es ist natürlich viel, das ist viel. Wir können ihm bis 1244 verkaufen. Ja. So, jetzt haben wir wenigstens plus 2000 Gold gemacht. Wenn ihr die entsprechende Begabung und wir haben habt, schon mal die Akademie der Magier in Winterfest ein paar neue Steine dabei, die wir wieder aufwenden können, um nachher unsere neu geschmiedete Rüstung natürlich dann auch zu craften. Wenn wir denn so weit kommen. Das ist ja wiederum die andere Sache. So, wir haben wieder einen Stufenaufstieg. Wir werden natürlich Gesundheit diesmal weiternehmen. Haben jetzt aktuell 4 Punkte, die wir verbessern können, was ich super finde. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wieder geben. Und mit dieser epischen Musik bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. In der nächsten Folge wird es natürlich weitergehen. Wir werden dann auch uns mit der Alchemie ein wenig auseinandersetzen wieder. Und wünsche euch bis dahin alles Gute.